Hallo zusammen. In der weitläufigen Kasernenlandschaft haben wir viele Möglichkeiten, um unsere Hunde Erfahrungen machen zu lassen. Hier sehen wir die 12 Monate alte Mischlingshündin Raya bei ihrem ersten Haifeind. Dass der Geruch von oben runterfällt, ist eine wichtige Erfahrung für die Wahrnehmung des Hundes. Das müssen die Hunde selbstständig sich erarbeiten. Wir am Ende der Leine sind nur Zuschauer. Wir können sehen, wie sich ihr Verhalten verändert. Sie probiert, durch ihre selbstständigen Kreisbewegungen den Geruch am Boden wieder aufzunehmen. Die atmosphärischen Effekte und die Bebauung machen es nicht einfacher. Das weitläufige Abgrenzen mit einem Trailkreis über die Betonplatte zeigt Michael, dass keine Geruchsspur in diesem Bereich wegführt. Der kurz gezeigte Headturn von Raya in Richtung der Treppe war nur ein kleiner Hinweis. Doch hat es ihre Wahrnehmung nicht begrenzt, da der böige Wind den Geruch des Runners durch den Gang zwischen den Hallen weht. Das muss sie ausarbeiten. Wir begrenzen den Hund nicht durch die Leine. Vielmehr folgen wir und sehen uns das Verhalten des Hundes an. Auch der Runner macht nicht auf sich aufmerksam. Raya muss anhand der intensiven Wahrnehmung des herabfallenden Geruchs feststellen, wo der Runner ist. Selbstständig prüft sie an der linken Hallenseite unterhalb der Fenster den herabfallenden Geruch. Doch geht es erneut auf die freie Betonfläche. Frustration macht sich bemerkbar, da Raya nicht zum Ziel kommt. Ein auf Entfernung zu sehender Hund ist eine willkommene Ablenkung. Michael bewegt sich kurz und Raya zeigt, dass sie ihre Aufgabe nicht vergessen hat. Auf der linken Seite zeigt sie uns kurz mit einem Headturn ihre Wahrnehmung. Diesmal geht sie tiefer in den Gang zwischen beiden Hallen. Auf dem Rückweg sehen wir, dass sie auf der rechten Seite Geruch vom Runner wahrnimmt. Sie verharrt einen Moment auf der rechten Seite. Beim Herauskommen zeigt sie uns dann, wo der Runner ist.